Es war lange die Rede davon. Nun rücken die Wiener Linien dem neuen U-Bahn-Zeitalter Schritt für Schritt näher. Oder besser gesagt, Tür für Tür. Hier in der Station Volkstheater baut das perfekt abgestimmte Team die ersten Bahnsteigtüren für den vollautomatisierten Betrieb der Linie U5 ein. Die Bahnsteigtüren bei der zukünftigen Linie U5 werden den U-Bahn-Betrieb noch verlässlicher machen, weil es ist gar nicht so selten, dass Gegenstände auf die Gleise fallen, seien es Fußbälle, Handys, Taschen, Regenschirme. Und das alles hält den U-Bahn-Betrieb auch auf. Und dadurch, dass der Bahnsteig von dem Zug getrennt ist durch diese Türen, kann das nicht mehr vorkommen. Von der Fertigung in Wolkersdorf bis zum Einbau im U-Bahn-Tunnel überprüfen Fachkräfte die Türe genau. Also die Türen, die werden, bevor sie eingebaut werden, schon umfangreich getestet. Und zwar jede Tür muss 10.000 Testdurchläufe durchlaufen, also 10.000 Mal auf und zugehen, bevor wir sie hier einbauen. Eine Bahnsteigtüre wird sich im laufenden Betrieb pro Tag mehr als 1.000 Mal öffnen und schließen. Für den Einbau benötigen Arbeiter und Arbeiterinnen ca. 10 Tage. Es ist eine Millimeterarbeit. Sicherheit wird bei den Wiener Linien großgeschrieben. Maschinentechniker Dörr erklärt, dass Fahrgäste die Türe nicht einfach so öffnen können. Der Taster ist an der Bahnsteigtür montiert, hat aber in Wirklichkeit überhaupt keine elektrische Verbindung mit der Bahnsteigtür, sondern wenn ich diesen Taster betätige, sage ich nur dem Zug, dass bei dieser Tür ein Einstiegswunsch besteht. Wenn der Zug die korrekte Position erreicht hat und alle Anforderungen erfüllt sind, dann öffnet der Zug die Zugtür und synchron damit die Bahnsteigtür. Die Bahnsteigtüre öffnet sich also gleichzeitig mit der Zugtür. Dieser vollautomatisierte Betrieb bietet in Zukunft mehr Zuverlässigkeit und Komfort. Insgesamt bringt das Bauteam zwischen Karlsplatz und Rathaus 144 Türen an. Und wir Fahrgäste müssen nicht einmal bis zur U5 warten, bis wir sie ausprobieren können. Voraussichtlich öffnet die U2 im Herbst nächsten Jahres wieder. Diesmal vollautomatisch.